ich bin Heike. Wir befinden uns gerade in der Warendorfer Straße und hier findet das Viertelfest statt. Ich habe gehört, hier gibt es von Essen über Secondhand so einiges zu erleben. Und ob das stimmt, das schaue ich mir jetzt mal an. Besonders am Viertelfest in Münster-Mauritz ist einmal die Organisation, die alleine über eine Homepage läuft. Vor allem aber auch die sozialen Aspekte, wie Respekt und Toleranz und Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Das Wichtige bei dem Viertelfest ist, die Produkte, die hier verkauft werden, sind alle fair produziert. Und die Besucher nehmen ihr Geschirr auch selbst mit, damit kein zusätzlicher Müll entsteht. Ich habe mich dann gleich getan und werde mir jetzt erstmal was Essbares suchen. Also nachdem ich den Pfeilen gefolgt bin, die mir Keksen versprochen haben, stehe ich hier am Stand und was war denn Ihre Intention, hier teilzunehmen? Ja, wir sammeln Spendenprojekte. Wir spenden alle Einnahmen für Plan International. Da bin ich auch Patin selber mit monatlichen Beiträgen. Und hier haben wir Projekte aufgezeichnet, die dann einmal Summen spenden. Da kann man zum Beispiel, wenn man 145 Euro zusammenbekommt, eine Ziege spenden oder mehrere Ziegen für Familien. Das Konzept hinter dem Viertelfest, ist Ihnen bekannt? Ja, genau. Das Konzept kennen wir, dass jeder eben seinen Hof, seine Garage oder seinen Garten aufmacht und man sich gegenseitig einlädt und Flohmarkt macht oder auch Sachen verkauft. Okay, was verkaufen Sie denn hier? Wir verkaufen hauptsächlich äthiopischen Kaffee. Und Asambusa haben wir gemacht. Genau, das ist eine äthiopische Spezialität. Dann stimmt es ja mit dem Konzept von dem Viertelfest überein, dass nachhaltig und fair produziert sein soll alles. Das auf jeden Fall. Also das ist total fair produziert, weil das kommt aus dem Garten von Israels Eltern. Da sind die Kaffeebohnen her. Also wir bringen die immer mit, wenn wir aus Äthiopien kommen. Genau. Ja. Okay, und warum machen Sie hier mit? Ja, wir wollen unsere Kultur, wie in Äthiopien Kaffee vorbereitet wird und wie die Leute mit Kaffeezeit umbringen können. Das wollen wir zeigen. Ja, auf jeden Fall, genau, um die Kultur zu zeigen, aber auch einfach, um ein gutes soziales Netzwerk hier zu haben. Einfach. Also wir treffen jetzt viele Freunde und viele, genau, ja. Und das ist einfach nett auch. Ja, der Kaffee ist echt lecker, Mann. Ich habe ihn äthiopisch genommen, also mit ganz viel Zucker und er ist echt, also er riecht schon sehr, sehr lecker und kann ich nur weiterempfehlen. Nicht nur Standbetreiber, auch freie Münsteraner Vereine oder Künstler wie die Band Die Gutachter untermalten das Fest, das nun schon zum 10. Mal stattfand. Also wir sind jetzt wieder am Anfang angekommen. Ich habe leider nichts so Wirkliches für mich gefunden, konnte aber einen leckeren äthiopischen Kaffee probieren. War sehr lecker wirklich. Ich werde mir jetzt ein bisschen noch das Bühnenprogramm anschauen und verabschiede mich.